Ich zeige dir heute eine ungewöhnliche Methode, wie du schnell bessere Hooklines für deine Produktion schreiben kannst. Hallo, ich bin Martin und auf meinem Kanal lernst du Musikproduktion in Logic Pro. Gute Melodien zu schreiben ist nicht einfach, jeder Produzent weiß das. Dennoch sind einprägsame Hooklines das A und O in der modernen Musikproduktion. Ich zeige dir heute meine Herangehensweise und die funktioniert über Arpeggios. Für mich hat es sich nämlich als äußerst effektiv erwiesen, wenn ich mich von einem Arpeggio immer weiter an eine richtige Melodie heranarbeite. Das mache ich über 5 unterschiedliche Arpeggio-Typen und die stelle ich dir jetzt vor. Hören wir als erstes mal ganz kurz in das Beispiel hier rein. Es besteht aus einem Intro hier und einem Hauptteil hier. Build up und dann geht's hier weiter. Okay, das klingt alles jetzt schon so ganz nett und gar nicht schlecht, aber es fehlt so ein bisschen eine Melodie oder eben ein Arpeggio. Und da möchte ich dir jetzt das erste Arpeggio vorstellen. Ich nenne es mal das hohle Arpeggio. Ich erkläre dir gleich, warum ich es so nenne. Ich zeichne mir hier eine neue MIDI-Region ein, indem ich auf Control klicke oder in diese Region hier, in diese Spur hier Control klicke. Und jetzt gehen wir hier rein und sehen schon unser Piano Roll Editor. Ich habe hier so einen Plug-Sound gewählt. Und es ist natürlich jetzt ganz gut zu wissen, wie die Chord Progressions sind. Das ist C-Moll 7, F-Moll 7 und hier G-Moll 7. Und jetzt zeichne ich mein hohles Arpeggio ein. Das bedeutet für mich einfach jeweils den Grundton des Akkords, dann die Quint darüber und dann die Oktav darüber. Grundton, Quint, Oktav. Und wir gehen wieder zurück zur Quint. Alles, was ich jetzt machen muss, ist dieses Arpeggio hier über Command R rüber zu kopieren. Zumindest in Logic ist es so. Und dann habe ich schon mein erstes Arpeggio hier. Dieses hohle Arpeggio eignet sich super für Intros und Build-Ups. Du kannst es ja auch noch mit dem Equalizer zum Beispiel so ein bisschen mitarbeiten, gerade bei so einem Intro. Bei solchen Arpeggios kannst du jetzt auch immer und jederzeit mit Variation arbeiten. Ich kann hier zum Beispiel auch mal versuchen, hier jetzt hier bei Abtakt 3 nicht auf die Quint zurückzugehen, sondern auf die Oktav zurückzugehen und jetzt hier wieder auf die andere Oktav hoch. Ich zeichne gerade mal ein paar Variationen ein. So, ich bin fertig. Ich habe hier ein paar Variationen eingezeichnet. Nichts Besonderes, sondern ich habe einfach die Quint und die Oktav ab und zu ein bisschen verkehrt, aber die Töne sind immer genau die gleichen. Ja, du hörst schon, das klingt jetzt schon eher so ein kleines bisschen nach Melodie. Du kannst auch mal versuchen, mit Halbtonschritten zum Beispiel zu arbeiten. Ja, oh, das klingt spannend hier mit dem Halbton am Schluss. Okay, und so kannst du dich langsam an Melodien rantasten. Kommen wir zur zweiten Arpeggio-Art und das nenne ich mal das Ostinato-Arpeggio. Ostinato, der Begriff kommt aus der Klassik und bedeutet eine immer gleichbleibende Figur. Dieses Arpeggio eignet sich besonders gut, um Zeit zu schinden, bis ein spannenderer Part kommt und besteht nur aus 2 Tönen. Gitarristen verwenden das sehr, sehr oft und in sehr, sehr vielen Produktionen. Das Gute an diesem sehr einfach aufgebauten Arpeggio ist, dass du es fast in jedem Songpart anwenden kannst. Was mir besonders gut daran gefällt, ist die hypnotische Wirkung dieses Arpeggios. Für das Ostinato-Arpeggio benutzen wir nur den Grundton und nur die Quint. Das ist also total easy. Ich zeichne wieder ein. Grundton und die Quint. In diesem Fall also C und G. Das ist schon alles. Ich kann jetzt hier wieder über Command R in Logic rüber kopieren. Und jetzt hören wir uns dieses Arpeggio an. Dieses Arpeggio kannst du jetzt praktisch in jedem Songpart anwenden. Wir können jetzt zum Beispiel auch einfach mal hier reingehen in den anderen Part und du wirst sehen, dass es da praktisch sich genauso einfügt. Und das kann man jetzt natürlich auch andersrum machen. Das heißt, ich kann jetzt auch die Quint als erstes machen und die Oktav dann als
als zweite Achtel einsetzen, dann klingt das so. Ja, so ein bisschen anderer Flavor, so ein bisschen anderes Feeling. Auch hier kannst du jetzt natürlich wieder super mit Variationen arbeiten. Zum Beispiel hier mit Halbtönen. Ich gehe jetzt einfach mal hier rüber und nehme den hoch hier. Oder nehmen wir mal den hier hoch. Und bei denen gehen wir bei den beiden hier runter. Und hören uns mal an, wie das jetzt klingt. Das klingt schon gar nicht schlecht jetzt hier, ja? Du siehst also, du kannst da mit sehr einfachen Mitteln, kannst du unglaublich viel machen. Ich mache mal alle Schritte hier wieder rückgängig, denn das Ostinato-Arpeggio kannst du auch mit Oktaven machen. Das klingt aber dann sehr, sehr 80s, wirst du gleich hören. Also das kennst du bestimmt aus 80s-Songs von früher, diese Oktaven hier. Und so weiter, okay? Das klingt dann hier in diesem Beispiel so. Ja, ist jetzt ein bisschen vorhersehbar. Und auch hier kannst du jetzt natürlich einfach auch Quinten einsetzen. Das heißt, wir kombinieren sozusagen das erste und das zweite Arpeggio, das wir jetzt gelernt haben. Das heißt, ich nehme mal jetzt hier einfach die Quint. Wir gehen mit dem hier hoch. Und ich baue noch ein paar andere Variationen ein. Natürlich kannst du auch hier wieder mit Halbtönen arbeiten, mal ausprobieren einfach. Übrigens, wenn du neu in der Musikproduktion bist, noch nicht so lange selber Songs schreibst oder gar nicht so genau weißt, was du eigentlich alles brauchst, um Songs zu produzieren, dann empfehle ich dir mein PDF Tipps für Musikproduktion. Da gebe ich dir viele Tipps, wo du gute Session-Musiker findest, welches Musikproduktionsprogramm für dich am besten geeignet ist und wo du Songs am besten hochladen und vertreiben kannst. Das habe ich dir alles in diesem PDF zusammengestellt. Das habe ich dir unten im ersten Kommentar angepinnt. Und jetzt geht's weiter mit Arpeggio Nummer 3. Ich nenne es das Akkord-Arpeggio. Bisher haben wir nur mit Quinten und mit Oktaven gearbeitet und jetzt nehmen wir die Terz dazu, die nötig ist, um einen vollen Akkord, einen vollen Dreiklang zu bekommen. Beim Akkord-Arpeggio hast du jetzt natürlich wesentlich mehr Möglichkeiten. Ich zeichne jetzt einfach mal das Offensichtlichste an, also den Grundakkord C, die Terz jetzt, die Quint und ich kopiere es wieder rüber, dann klingt das Ganze so. Auch das klingt jetzt so ein bisschen vorhersehbar, ich mach's mal eine Oktave höher. Und was du jetzt hier machen kannst, mit was du jetzt super rumspielen kannst, ist zum Beispiel, ihr könnt jetzt die Quint mal eine Oktave tiefer machen. Ja, so bekommst du spannende Variationen. Okay, wir können auch die mal eine Oktave tiefer machen, diesen Ton, bis du eben zu dem Punkt kommst, wo es anfängt spannend zu werden. Ja. Okay, auch hier baue ich jetzt mal ein paar Variationen ein mit diesem Akkord Arpeggio. Ich habe jetzt einfach willkürlich Variationen eingebaut zwischen der Quint, der Terz und dem Grundton des Akkords. Okay, wir können auch hier wieder den Halbton einbauen, der so gut funktioniert hat vorhin. Dann kommt das raus. Was du jetzt natürlich auch machen kannst, ist ein typischer Songwriting-Trick oder Songwriting-Technik. Wir vertauschen einfach die erste und die zweite Hälfte dieses Arpeggios jetzt, ja? Um zu gucken, ob vielleicht dieser Halbtonsprung hier hinten, ob der spannender kommt jetzt hier für unser Arrangement, ob der besser arbeitet. Und das würde dann so klingen. Okay, du bekommst also die Idee, mit diesem Akkord-Arpeggio hast du mehr Möglichkeiten und die Sache klingt schon wesentlich mehr nach Melodie, die du weiterentwickeln kannst. Kommen wir zur Möglichkeit Nummer 4 und das nenne ich das Follow-Arpeggio. Follow zu Englisch, Deutsch, also folgen. Damit meine ich, dass das Arpeggio oder die Arpeggios den Akkordfolgen hinterherlaufen. Dass es also nicht immer ein gleichbleibendes Muster ist, sondern wir wechseln mit den Chord-Progression des Songs auch die Arpeggios.
Was jetzt hier nicht so gut funktioniert bei dieser Technik, ist, wenn du einfach die Tonika, die Terz und die Quinte immer nacheinander spielst, weil das langweilig und vorhersehbar klingt. Also ungefähr so. Ja, und so weiter. Es klingt ein bisschen langweilig einfach. Ich habe es hier mal eingespielt und dann können wir von da weitermachen. Ja, sehr vorhersehbar. Jetzt kannst du natürlich anfangen, wenn du das so eingespielt hast. Du siehst also, er folgt hier immer nur den Grundakkorden, auch der Grundton hier, C, F, G. Ne, was du jetzt machen kannst, ist natürlich alles, was wir jetzt gelernt haben in den vorherigen Variationen. Und zwar, wir drehen einfach jetzt zum Beispiel hier dieses Pattern um. Nehmen hier zum Beispiel die Quint nach oben. Das kannst du jetzt hier auch nochmal machen. Und können dann versuchen, uns hier Variationen zu bauen, die einfach spannender klingen. Ja, ich fange mal jetzt zum Beispiel so an. Okay, ich mache mal ein bisschen rum und versuche ein paar interessantere Variationen zu finden. Und das könnte dann so klingen. Okay, auch das klingt jetzt schon wesentlich mehr nach Melodie und es klingt schon ganz spannend. Bei solchen komplexen Arpeggios musst du jetzt immer darauf achten, dass sie sich nicht mit anderen Elementen in die Quere kommen. Anders zum Beispiel als bei diesem Ostinato-Arpeggio, das du fast überall einsetzen kannst und das durch seine Einfachheit jetzt nicht wirklich andere stört, ist das hier schon selber fast eine eigenständige Melodie und da musst du jetzt ein bisschen aufpassen. Ich habe zum Beispiel die Vocal Chops hier unten ausgeschaltet und hör mal, wenn ich die zuschalte, dann hat das schon so ein bisschen Potenzial, um chaotisch zu werden, weil das hier doch sehr busy ist, sag ich mal, dieses Pattern hier oben. Ja, da streiten sich jetzt diese beiden Elemente, diese Vocal Chops, diese Female Vocal Chops, streiten sich schon hier ein bisschen mit diesem Arpeggio um Aufmerksamkeit. Also hier ist immer Vorsicht geboten. Beim nächsten Arpeggio ziehen wir noch mehr Register. Ich nenne es das melodische Arpeggio, das du in vielen House- und Pop- und elektronischen Musikproduktionen hörst. Was wir jetzt machen ist, wir nehmen nur Teile eines Arpeggios, bestimmte Phrasen und wir nehmen auch andere Rhythmiken. Wir bauen jetzt sozusagen aus diesen einzelnen Arpeggio-Elementen eine Melodie, eine hoffentlich einprägsame Hook, die nicht nur mehr aus Akkorden besteht. Die Grundidee, die ich hier hatte, ist, jetzt einfach ein paar Schnipsel hier rauszunehmen. Und das ist jetzt also hier sozusagen so ein bisschen ein Gemisch aus Arpeggio und Melodie. Aber ich sag mal, 80% Melodie, 20% Arpeggio nur noch, ja? Das heißt, ich habe einfach so ein bisschen rumversucht, aus diesen ersten vier Arpeggio-Möglichkeiten jetzt eine Melodie zu machen. Und das läuft rhythmisch auch nicht immer gleichmäßig, sondern so ein bisschen abgehackt. Ich verwende auch andere Notenwerte. Bisher haben wir immer nur Achtel verwendet, dass es zum Beispiel ungefähr irgendwie so klingt. Mit solchen Schnipseln habe ich ja einfach rumgespielt und das ist dann am Ende dabei rausgekommen. Hauptteil. Jetzt bin ich natürlich auf deine Meinung gespannt. Klingt das für dich plausibel, sich von Arpeggios an Melodien ranzuarbeiten oder hast du eine völlig andere Herangehensweise, wie du deine Melodien schreibst? Das würde mich wirklich sehr interessieren. Schreib es mir bitte mal unten in die Kommentare. Wie schreibst du gute Hooklines? Wie kommst du auf gute Melodien? Falls du weitere Videos zum Thema Musikproduktion anschauen möchtest, empfehle ich dir unbedingt dieses Video. Ansonsten bedanke ich mich ganz herzlich bei dir fürs Zuschauen. Schick dir viele Grüße aus Alicante und wir sehen uns beim nächsten Tutorial. Bis dann!